Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Und heute möchte ich euch Backflip Madness von McMinkenstein vorstellen. Und was damit gemeint ist, das zeige ich euch einmal. Und ja, mal sehen. Also ihr könnt mit dieser Tür herlaufen, es kommt hier so ein Pop-up hier, did you watch the tutorial? No. Dann kommen wir hier hin und hallo? Ja, boah, ja. Okay. Gut, ja, okay. Alles klar. Dann gibt es hier verschiedene Level, und zwar 1, 2 und 3. Dann können wir nochmal auf Level 1 drücken, auf den Button hier. Dann haben wir hier so I Jump Squid. Und dann hier Face Right und Face Left. Dann können wir so die Typen da unten so ein bisschen bewegen, so. Oder so, welche Richtung man da schauen soll. Zum Beispiel soll ich nach rechts gucken, dann drehen wir das einmal so, ne? Dann gibt es hier noch so ein Counterclockwise Rotation und Clockwise Rotation. Da weiß ich ganz genau, was das sein soll. Wenn wir zum Beispiel viele Posen auswählen. Wir können nicht zwei in einem Slot hier haben, sondern nur halt, was hier ist. Zum Beispiel Pose 1, 2 und alles umändern, so, ne? So, also Pose 1. Und jetzt mal so verschiedene Dinge halt machen. Backflips. Und ja. So, er holt aus und dann Doppelklick so und dann voll verkackt. So. Das heißt, ihr müsst auch noch ein bisschen rotieren. So. Und dann, ja, bis wir das. Ich verkack komplett. Hallo? Verkacke komplett. Jo. Ich komm gar nicht hin. Ist ein bisschen schwieriger. Wow. Es ist gefährlich. Es ist wirklich gefährlich hier, ne? Oh, ich muss den Fall noch umstellen. Oder? Wow. Das ist schon sehr weit gekommen. Muss er nicht eigentlich. Keine Ahnung, wie. Muss er noch da eigentlich? Ich weiß aber, ob er den schön steuern kann, das weiß ich nicht. Nee, anscheinend nicht. Ich verkaufe komplett, komme ich wieder einen Jump schaffen, ey. Tja, irgendwie. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktionieren soll. Aber bestimmt nicht so. Oh doch, oh, oh, oh. Das war nicht schlecht. Ah, ich verkacke komplett. Wow. Leute. Bei mir nicht. Ich hab schon mal. Ich nehme mich an. Das Ganze ist auch übrigens gerade für die Eismund 8.3. Ne? Und ja. Ich mal diese Pose hier. Wow. Das muss ich doch eigentlich tun. Immer in die falsche Richtung. Hier ist natürlich nicht ganz so geil. Tja. Oh Mann, Freunde. Ich bekomme es auch gar nicht hin. Nochmal Pose 2. Okay. Ist das nicht irgendwas falsche Richtung? Hm. Ich hab nicht gesagt, dass es einfach ist. Aber ich will doch wenigstens einen Jump schaffen, immerhin. Wenigstens einen Jump. Ich komme einfach nicht hin.
Oh shit, ey. Ich hoffe, jemand Level 1. Oh Mann, Freunde, was ist hier los? Immerhin, ne? Ganz so schlimm ist es auch nicht, aber ich bin immer in die falsche Richtung irgendwie. Ich habe nur ein Leben jetzt. Wow, wow, wow. Ich würde sagen, das wäre sein gewesen für die heutige Map. Köln Jump geschafft. Also ihr könnt euch mal selber ein bisschen eingucken, so wie das funktioniert am besten. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wäre es gewesen für die heutige Minecraft-Vorstellung. Wenn euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abo nicht vergessen. Und tschüss.